Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle. Guten Tag. Und Christian Alner. Hallo. Heute geht es um Versicherungen. Und das sind unsere Themen. Und welche Versicherung brauche ich? Warum sind Versicherungen so verdammt teuer? Welche Online-Angebote gibt es und was haben Versicherungen eigentlich mit Online-Geistern zu tun? Das sage ich dir später. Okay, dann hallo und willkommen zur 17. Folge der Online-Geister. Heute zu Gast haben wir am Telefon Jan Schmidt, CTO bei Haftpflichthelden. Ja, moin. Man merkt schon die nordische Zurückgenommenheit an der Stelle. Jan, wo sitzt ihr eigentlich bei Haftpflichthelden? Wir sitzen in Hamburg. In der Innenstadt. Schön. Also Hamburger Perle haben wir jetzt gerade am Telefon. Ist heute wohl auch sehr windig, habe ich gehört. Ja, heute ist irre. Online-Geister, Hausmeistereien. Durch den technischen Aufbau heute verzögert sich diese Jingle-Abspielung, weswegen ich davor ein bisschen Zeit überbrücken musste. Ah, okay. Und weswegen sind wir jetzt bei den Hausmeistereien, Christian? Deine Meinung zur letzten Folge? Wir hatten ja bei der letzten Folge zum Thema Sex mal einen kleinen Rollenwechsel gemacht. Da hatte ich mal versucht, Moderator zu sein. Du hast mal versucht, Themenexperte zu sein, beziehungsweise hast dann Themenexpertin mit rangeholt oder Themensexpertin. Antje möchte nicht Expertin genannt werden, sie studiert noch. Angehende Sexpertin dann halt. Meine persönliche Meinung, also wir haben am Thema Jugendschutz und so Geschäftsmodelle von zum Beispiel Pornoindustrie und generell Erotik im Internet ein bisschen zu kurz kommen lassen. Also ich glaube, das könnte vielleicht auch ein paar Hörer interessieren, warum sich das Ganze überhaupt lohnt, Thema Erotik im Internet, weil viele ja den Eindruck haben, es ist alles kostenlos dort einsehbar. Ja, ja. Also habe ich gemeint, da hätte man, glaube ich, ein bisschen stärker drüber sprechen können. Ich wollte gerade wieder anfangen, eine halbe Stunde drüber zu erzählen, warum es sich lohnt. Ja. Ansonsten habe ich für mich auf jeden Fall festgehalten, Moderation ist gar nicht so einfach. Ja, vielleicht hätten wir ein bisschen mehr Themen unterbringen können, wenn du mehr moderiert hättest. Ja, aber ich sag mal so, bei einem Thema, das Übersicht, dann Shownotes haben anderthalb Zeilen und zwei Stichpunkte umfasst. Ja, ja, aber dann kann man ja immer trotzdem überleiten. Das ist die Kunst des Moderierens, auch mit wenig Stichpunkten zu wissen, wann ein Themawechsel nötig ist. Außerdem viel mehr Stichpunkte haben wir heute auch nicht. Dennoch haben sehr viele Hörer uns zugehört. Bei der letzten Folge im Livestream war der Peak bei 22.000 Hörern gewesen, unserer Freitagswiederholung. Bei Downloads, muss ich sagen, waren wir momentan nur bei 780 für den Monat. Aber da vielleicht nochmal kurze Anmerkung. Unser momentaner All-Time-Favorite ist weiterhin zwar das Ralf-Rute-Interview. Ja, wen wundert's? Aber dicht gefolgt von Fake News. Die Fake News holen auf. Lügenpresse, immer noch ein Gesprächsthema. Ja, Lügenpresse auf Platz 2, aber so viel dazu. Ansonsten, falls wir einen Link-Tipp vergessen haben oder ihr einfach einen Link-Tipp haben wolltet, falls ihr keine Folge mehr verpassen wollt oder uns Gewalt ohne Musikunterbrechung hören möchtet, einfach onlinegeister.com aufrufen. Christian ist jetzt Doktorand. Ja, genau gesagt, jetzt ab Herbst, also zum Ausstrahlungszeitpunkt seit einem knappen Monat, bin ich offiziell Doktoratsstudent, nennt sich das in Österreich, an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt. Da gibt's bestimmt viel zu viel zu doktorieren, ne? Klagen wollte ich was. Ja, nee, sorry. Ich würde rausgehen, aber die Sendung muss weitergehen. Ich würde aber mal kurz interessieren, so an unsere Hörer, ihr da draußen, so Thema Doktortitel, akademische Würden, was haltet ihr davon? Yay, nee, wie schaut's aus, eure Meinung zu dieser ganzen Thematik mit Titeln an sich? Wurde ja zum Beispiel auch in meiner Bescheinigung mit Herr Magister Alner angesprochen, was generell schön klingt. Aber du bist doch kein Magister, du bist doch Master. Ja, aber das ist in Österreich offensichtlich gleichbedeutend mit dem dortigen Magistertitel. Jedenfalls habe ich dort die Ansprache bekommen und im Brief stand zum Beispiel auch Christian Alner BAMA. Also okay, Bachelor und Master zusammen als Titel, einfach als Reihenfolge. Aber mal in die Runde gefragt, wie ist eure Meinung? Kommentiert unter der Folge. Das wäre dann onlinegaster.com/Folge 017 oder schickt uns eine Sprachnachricht oder info@onlinegaster.com E-Mail. Ja, immer so. Ich finde es ja, also ich würde keinen Wert darauf legen, dass jemand an meinen Titel denkt, wenn ich dann irgendwann mal einen Titel hätte. Bei Doktor vielleicht, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest schön zu sehen, dass sich derjenige, also weil jemand Doktor irgendwas ist, dann kann man davon ausgehen, dass er sich auf seinem Themengebiet auskennt. Der wird nicht einfach so einen Doktortitel bekommen haben. Wer sich auch auf seinem Themengebiet wunderbar auskennt, König der Überleitung, sind The Jackson 5. Ich würde die Tradition weiterführen, jetzt wo die Sendungen wieder regulär weitergehen und einen Klassiker reinnehmen in die Sendung zu beginnen. Deswegen jetzt The Jackson 5 mit Blame It on the Boogie. Das waren die Jackson 5 mit Blame It on the Boogie. Ich bemühe mich ja immer, zum Thema passende Lieder auszuwählen. Bei Versicherung muss ich da ein bisschen weiter greifen. Und bei Thema Versicherung ist ja oft auch die Schuldfrage, dass die eine Rolle spielt.
Oder nicht? Wer? Wir fragen mal nach im Thema der Sendung. Online-Geister. Thema der Sendung. Versicherung. Also jetzt erklär mal, warum Versicherung? Hat's ja eine super Überleitung geliefert. Weil ich der Meinung bin, Versicherungen beschäftigen uns in unserem gesamten Leben und gerade das Internet, gerade auch im Thema Netzkultur, Social Media verändert auch, finde ich, diese Versicherungslandschaft. Deswegen habe ich auch Jan gefragt, ob er da heute ein paar Aussagen zu treffen möchte. Ich bin Versicherter. Ich habe also nur die Anwenderseite irgendwo. Aber Jan, du bist ja richtig Teil einer Versicherung und wie erlebt ihr das eigentlich so gerade, dieses Thema Digitalisierung online an sich? Wie verändert das so die Versicherungsbranche von eurer Perspektive aus? Naja, also erstmal massiv, ne? Das ist eine Sache, über die spricht die ganze Branche. Wir sind ja als komplett digitales Unternehmen gestartet. Das heißt, wir haben gar nicht die klassische Vertretung im Ort. Weil die Digitalisierung, sag ich mal, auch große Chancen bietet, ne? Im Bereich Organisation von Verwaltungsakten oder so ein Kram. Und deswegen sind wir komplett digital gestartet. Das heißt, wir gestalten, sag ich mal, die Digitalisierung ein bisschen mit. Und ihr seid ja eines von vielen Versicherungsunternehmen. Ich habe mir da mal das statistische Taschenbuch der Versicherungswirtschaft rausgesucht, herausgegeben vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. E.V. War das ein Bestseller? Gibt's alles. Statistisches Taschenbuch der Versicherungs. Ja, das klingt nach 500 Seiten totaler Spannung. Aber was ich ganz interessant fand, mal so eine Übersicht zu bekommen, wie viele Versicherungen es eigentlich so gibt. Also es gibt, das muss man erstmal zweiteilen, es gibt die Aufsicht unter der BaFin, das ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Und da gibt es noch so Länderaufsichten, und bei denen Versicherungen anscheinend gemeldet sein müssen. Ich weiß nicht, bei den Haftpflichtheiten, wie ist das bei euch eigentlich? So betreffend, ja, also gemeldet sein? Grundsätzlich hast du natürlich vollkommen recht. Versicherungsunternehmen müssen von der BaFin reguliert sein. Da sind die Auflagen auch relativ strikt. Wir sind in dem Sinne kein Erstversicherer, also wir sind kein Versicherungsunternehmen. Wir agieren aber ähnlich zu einem. Das heißt, das nennt sich bei uns Assekurateur. Das ist im Grunde genommen, wir sind zeichnungsbevollmächtigt, haben im Hintergrund aber einen Erstversicherer, der, sage ich mal, das Risiko deckt. Und dann dahinter noch einen Rückversicherer. Okay, wie heißen die, wenn ich fragen darf? Wie heißen die, wenn ich fragen darf? Unser Versicherungspartner ist die NV-Versicherung. Die sitzen in Friesland. Ein relativ kleiner Versicherer, aber den gibt es schon knapp 200 Jahre. Okay. So lange ist schon Versicherung? Ich dachte, das wäre so eine Erfindung der Neuzeit. Also Versicherung gibt schon ewig. Ja, die NV-Versicherung, die haben früher als Landwirtschaftsversicherung angefangen. Wo sich dann im Grunde genommen, das ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, das ist kein Unternehmen, sondern ein Versicherungsverein. Das heißt, jeder, der versichert ist, ist gleichzeitig Teil dieses Vereins. Und da geht es immer darum, möglichst besten Schutz für alle Versicherten, also für den kompletten Versicherungsverbund zu gewährleisten. Ne? Und die haben ursprünglich in der Landwirtschaft angefangen, das heißt, sich gegenseitig versichert gegen Brandschäden, Hagelschäden, all solche Sachen. Und okay. Haben sich dann über die letzten 200 Jahre weiterentwickelt. Also ich habe jetzt fliegen bei der Wikipedia geschaut. Also bis ins 17. Jahrhundert wurde Versicherungsschutz von Einzelpersonen oder Zünften und Gilden gewährt. Also Versicherung an sich ist schon ein älteres Konzept, aber das System, wie wir es heute haben, ist noch nicht so alt. Wenn man an Handwerksgilden denkt, kann man sich natürlich gut vorstellen, dass sie sich gegenseitig unterstützt haben bei, heute würde man sagen, Versicherungsfällen. Aber ich hatte das einfach noch nicht so als Versicherung im Kopf, weil Versicherung denke ich, dass meine Krankenkasse von mir Studenten fast 100 Euro im Monat haben möchte. Obwohl ich nicht zum Arzt gehe. Okay, aber da wollen wir dann auch nochmal drüber reden, mit diesem, warum die angeblich so teuer sind. Aber was ich generell ganz interessant finde, mal für die Übersicht, also dass bei der BaFin generell registriert ist an Versicherungen, Stand 2016, Oktober war das gewesen, 364 Lebens-, Kranken-, Schadens-, Unfall- und Rückversicherer, die schon insgesamt etwa 90% des deutschen Versicherungsmarktes ausmachen. Also 364 für Deutschland. Alleine, das ist jetzt nur Deutschland. Ich könnte dir ein paar Krankenkassen erzählen und dann die paar Rechtsversicherer, die Werbung machen, aber ansonsten kein Plan. Ja, aber das ist wahrscheinlich das Problem. Es gibt so ein paar sehr bekannte. Ich meine, von der NV-Versicherung, muss ich zugeben, habe ich auch noch nicht gehört. Und zu den Haftpflichthelden, deswegen Jan, heute da bin ich eigentlich auch nur so über Bekannte gekommen, die dann mal die Aktion, dieses Projekt erwähnt hatten. Und also jetzt in der normalen Werbung zum Beispiel auch eher weniger. Aber ich meine, kein Wunder, 364 so reguläre Versicherer, dazu 140 Pensionskassen, 31 Pensionsfonds für betriebliche Altersvorsorge, 35 reine Sterbekassen und dann halt weitere ausländische Anbieter, Kleinversicherer, die unter Länderaufsicht stehen und so weiter. Der Unterschied zwischen Sterbekassen und Sterbeversicherung, ich dachte mal, Sterbeversicherung ist, wenn du tot bist, ist für eine Beerdigung gesorgt quasi, oder ist es gleich wie eine Sterbekasse?
Ich habe keine Ahnung. Jan, kannst du da Auskunft geben? Ich hoffe, die Frage zielt nicht auf mich, weil ich kann sie nicht beantworten. Okay, also du kennst dich nur mit Haftpflichtversicherung aus. Ja, und da bin ich großer, sag ich mal, in der IT. Mache bei uns die ganze Zeit den ganzen Digitalkram, hätte ich fast gesagt. Also deswegen bist du bei Online-Geistern, wir sind ja nicht bei Versicherung aktuell oder so. Genau so ist es. In der Haftpflicht kann ich mir zum Glück noch ein bisschen was vorstellen, dass wenn irgendwas passiert, das passiert klingt so allgemein, aber ist das nicht irgendwie, wenn ich was kaputt mache aus Versehen, dann zahlt das die Haftpflicht? Ja, entweder etwas kaputt machen oder irgendjemand kaputt machen. Ne? Die Sachschäden hat natürlich irgendwie jeder auf dem Zettel, dass ich aber nach 2 Bier, wenn ich vom Kiez nach Hause fahre, mit dem Fahrrad auch jemanden umholzen kann, das haben die meisten halt nicht auf dem Zettel. Oder eine Prügelei anfangen nach 2 Bier. Also man soll das natürlich nicht machen, das klang ja eben so, das kann man natürlich machen, haftlich versichert, da kannst du es halt machen, ne? Aber man soll das natürlich nicht machen. Nee, aber das haben die wenigsten Leute auf dem Zettel, dass solche Schäden halt auch wichtig sind, weil ich habe dann nicht nur, sag ich mal, das vielleicht kaputte Fahrrad oder irgendwas, was ich an Sachgegenständen kaputt gemacht habe, zu bezahlen, sondern ich habe die Krankenhausrechnung zu bezahlen, ich habe einen potenziellen Verdienstausfall zu bezahlen. Wenn das ein Rechtsanwalt ist, der irgendwie 300, 400 Euro die Stunde nimmt, dann kann man relativ schnell hochrechnen, was das kostet, wenn er 2 Wochen flach liegt. Also deswegen Kinder hier draußen nicht trinken und fahren. Also das übernimmt dann nicht irgendeine Krankenversicherung oder die Arbeitsunfähigkeitsversicherung vom Opfer, das übernimmt man entweder selber oder halt die Haftpflichtversicherung, wenn man eine hat. Genau so ist es. Und in Deutschland sind diese Schadensansprüche finde ich gedeckelt. Das heißt, wenn der jetzt die nächsten 2 Jahre im Koma liegt, ja, also das ist natürlich dieser negative Lottogewinn, ja. Also das ist ein Fall, der ist unglaublich selten, der kann aber passieren. Ja, wenn ich auf dem Fahrrad nicht aufpasse, ich gucke nach rechts und ich fahre in jemanden rein und der stößt sich den Kopf wirklich unglücklich und er liegt ein halbes Jahr im Koma, dann kann man sich vorstellen, was da für ein Rattenschwanz an Kosten dranhängt. Und ich bin erstmal dafür haftbar. Und wenn ich dafür haftbar bin, muss ich dann mit meinem kompletten Vermögen gerade stehen, bis ich in die persönliche Insolvenz gehe, wenn ich keine Versicherung habe, die das zahlt. Ne? Da vielleicht bietet es auch an, mal kurz allgemein, das ist überhaupt eine Versicherung. Ich habe da nämlich mal den Duden angestrengt. so als kurze Zusammenfassung. Generell, da gibt es verschiedene Definitionen, aber hier Vertrag mit einer Versicherungsgesellschaft. Also du brauchst immer jemand anders, mit dem du diesen Vertrag machst, nachdem diese gegen regelmäßige Zahlungen eines Betrags bestimmte Schäden bzw. Kosten ersetzt oder halt den Todesfall da was macht. Aber generell, du zahlst eben an Leute Geld und die verwalten das Ganze dann und wenn dir dann halt irgendwas passiert, dann wird das halt ausgezahlt, beziehungsweise die Schäden werden eben ersetzt. Also dieses Solidarprinzip, was viele Versicherungen ja gerne so mit nennen, auch wenn man da sagen muss, ob das immer so ein Solidarprinzip ist oder was da noch so vielleicht passiert, das können wir dann im weiteren Verlauf der Sendung machen. Aber generell erstmal vielleicht am Anfang gefragt, welche Versicherung brauche ich überhaupt? Na, man muss eine Krankenversicherung haben. Genau, also ich sag mal so erstmal, es gibt relativ viele Versicherungen, die eine Daseinsberechtigung haben. Und die meisten, und da kommen wir dann ja gleich auch noch zu, haben auch ein halbwegs vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Da gibt's Ausnahmen, also Produktversicherungen zum Beispiel haben vom Preis-Leistungs-Verhältnis meistens, sind die nicht sonderlich gut. Aber ich muss mir über keine Versicherung Gedanken machen, bevor ich keine Krankenversicherung habe und bevor ich keine Privathaftpflicht habe. Weil das sind existenzielle Schäden, die da entstehen können. Das passiert natürlich extrem selten. Wie gesagt, das ist so ein negativer Lottogewinn. Aber für, sag ich mal, einen minimalen Preis, was weiß ich, PRV kostet irgendwie 5 bis 6 Euro im Monat, kann ich mich halt gegen solche Schäden absichern. Ja, und wenn ich, sag ich mal, keine Privathaftpflicht habe, dann brauche ich eigentlich auch mir keine Gedanken machen um aber eine Versicherung, die irgendwie meine Existenz sichern. Private Haftpflicht ist jetzt nicht gesetzlich vorgeschrieben. Gesetzlich vorgeschrieben Nein. sind ja nur Krankenversicherungen und eine Kfz-Haftpflicht, wenn ich ein Auto habe. Genau, du hast gesetzliche vorgeschlossene Krankenversicherung und generell Halterhaftpflichtversicherung. Das heißt, wenn du ein Auto hältst, da gibt es aber noch ein paar andere Sachen, die man halten kann, für die man eine Versicherung braucht. Beispiel Hund? Drohnenfliege zum Beispiel. Also. Oder ja, aber Hunde auch. Okay. Gibt auch eine Tierversicherung. Tierversicherung. Genau, Hunde gibt es auch Pflichtversicherung, je nach Bundesland. Das ist nicht einheitlich in Deutschland bei Hunden. Ich weiß nur, dass ich mal für eine kurze Zeit ein Auto hatte und da ich relativ wenig damit gefahren bin, war im Endeffekt die Versicherung teurer als der Sprit, den ich da reingetankt habe. Ja, das ist ja auch immer das Schwierige. Da musst du dann auch wissen, lohnt sich eine Versicherung schlussendlich für dich? Naja, also auch immer so eine Gefahreneinschätzung, als Fahranfänger in einem älteren Auto, das gebraucht gekauft wurde, ja, hat sich mein Vater dann mal gegönnt, weil ich Fahrpraxis haben sollte, um mal Besorgungen zu machen. Ja,
die Story kenne ich, aber bei mir war es auch so ein alter Ford Fiesta mit 18. Das ist unfassbar teuer. Aber allein sowas ist ja schon wieder optional. Also wirklich gesetzlich vorgeschrieben ist ja wirklich nur eine Krankenversicherung. Das steht übrigens im 5. Buch Sozialgesetzbuch drin, also SGB 5, und Versicherungsvertragsgesetz. Das klingt gerade für mich wie 5. Buch Mose oder so. Das 5. Buch Sozialgesetzbuch. Also ich weiß bislang von 9, aber wenn wir Anwälte oder irgendwelche Sozialgesetzleute haben, könnt uns ja mal in der Sendung schreiben oder uns anrufen und sagen, wie viele Sozialgesetzbücher es Gesetze eigentlich gibt. Gesetze im Netz. Brauchen wir auch mal irgendwann eine Folge. Aber abgesehen davon ist halt wirklich alles optional. Also ich brauche eigentlich, also verpflichtend ja wirklich keine weitere Versicherung. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, keine weitere zu haben, das sei dahingestellt. Aber eine Krankenversicherung ist ja wirklich das Einzige, was ich wirklich brauche. Ich habe da mal bei Stiftung Warentest nämlich geschaut, was es da alles an Versicherungen gibt. Und da fand ich es sehr interessant, als die Stiftung dann gleich mit Bedeutung kam. Das waren dann so verschiedene grüne Häkchen. Je mehr Häkchen, desto wichtiger angeblich. Was du da auch alles finden kannst, wie stationäre Zusatzversicherung, Pflege, Zahnzusatz, Krankengeld, sehr schön, Risiko, Lebensversicherung. Zwei bis drei, ein bis drei grüne Häkchen sind und dann bei Krankenhaus Teilgeldversicherung ist einfach nur ein X. Sterbegeldversicherung übrigens genauso, aber was es halt alles gibt, ich scroll hier gerade mal so ein bisschen runter. Ich habe vor Ewigkeiten mal gelesen, dass man in den USA eine Versicherung abschließen kann für die Entführung von Außerirdischen, dass man in dem Fall abgesichert ist. Die haben sogar richtig gut Geld verdient mit der Versicherung. Ich kenne die Story auch. Und die Versicherung, die dieses Risiko versichert, hat damit gar nicht wenig Geld verdient. Na, ich meine, es gibt ja wenig Fälle, die, also wenn du da nur 1 Euro im Monat nimmst oder sowas, wenn es ein paar Leute machen, du musst ja nie Geld bezahlen. Also ist ja noch nicht vorgekommen. Ja, und selbst wenn es Leute sagen, wie wollen die es nachweisen? Bei einer Versicherung, du bist ja auch immer ein bisschen in der Beweispflicht. Ist dir das wirklich passiert? Ja, also es kommt halt immer auf den Anspruch an, ne? Wenn ich mich gegen irgendwas absichere, was ich sag mal, wo ich selbst der Geldempfänger wäre, wenn jetzt was passiert ist, ist das die eine Sache. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemand anderem Schaden zufüge und bei diesem Privathaftpflichtthema bleiben, dann muss ein rechtlicher Anspruch für Schadenersatz gegenüber geltend gemacht werden, den dann die Versicherung bezahlt bzw. prüft auch. Ne? Die sind dann gleichzeitig auch so ein bisschen, weil sie ja auch nicht zahlen möchten, wenn dieser Schadensersatzanspruch nicht gerechtfertigt ist, ne, gucken die natürlich auch, ja gut, ist das jetzt überhaupt ein rechtmäßiger Schadenersatzanspruch gegen unseren Versicherungsnehmer? Genau. Ansonsten, bei Versicherungen an sich finde ich es immer sehr interessant. Ich habe jetzt hier gerade eine Statistik, das war von IFAG, Ipsos, GfK Media und verschiedenen anderen, wurde bei Statista veröffentlicht. Anteil der Bevölkerung in Deutschland, der verschiedenen Aussagen über Versicherungen voll und ganz zustimmt von 2013 bis 2016, also historisch so von der Verteilung, betreffend, man sollte möglichst viele Versicherungen abschließen, um im Falle eines Falles abgesichert zu sein. 2013 waren wir da bei 4,8% stimmen dem zu, möglichst viele Versicherungen haben, dann langsam so immer mal ein bisschen runtergefallen und jetzt 2016 ist das auf 5,5% hochgeschnellt. Was ist denn da passiert? Finde ich auch sehr interessant. Vielleicht unsicherere Weltlage. Aber generell, ich meine, es ist 5%, um die 5%, also sehr viele Leute sind es ja nicht, die sagen möglichst viele Versicherungen. Und ich weiß nicht, bei euch jetzt, Jan, Thema viele Versicherungen abschließen, ich meine, macht ihr auch so im Sinne von Beratung oder irgendwie Kunden, die ihr dann, mit denen ihr da direkt Kontakt habt, wie schaut es da eigentlich aus? So betreffend? Ja, also wir bieten momentan nur die private Haftpflicht an. Wir arbeiten noch an 2 weiteren Produkten im Tierhalterhaftpflichtbereich. Von daher haben wir, sage ich mal, keine Absicht, möglichst viele Produkte auf unsere Kunden zu pushen, weil wir gar nicht mehr anbieten. Das liegt auch daran, dass wir gesagt haben, wir möchten keine Produkte machen, die nicht ehrlich sind, ja, oder die angegriffen werden können, weil sie unnötig sind oder abstrus sind. Also wenn wir jetzt morgen eine Alien-Haftpflichtversicherung oder eine Alien-Entführungsversicherung machen würden. Ich weiß nicht, ob das hier im Team entsprechend gut ankommen würde, wenn die mit dem Vorschlag einer kommt. Und deswegen, sag ich mal, ich halte auch nicht viel von diesem möglichst viele Versicherungen. Ja, also viel hilft nicht viel, lieber die wichtig sind und dann gut. So sehe ich das auch für mich privat, ne? Also ich habe eine Privathaftpflicht, ich habe eine Krankenversicherung. Und ich habe so ein kleines Rentending, aber ansonsten habe ich auch keine Versicherung. Dann machen wir mit der Aussage einen kurzen Bruch, bevor wir zum nächsten großen Überthema
übergehen und meine Suche nach halbwegs passender Musik geht weiter, denn Versicherungen sollten ja hauptsächlich den Kunden dienen und dafür sorgen, dass es ihnen gut geht. Und wer auch seinen Kunden dient, ist der Hausdiener der Band Coppelius. Basti heißt der und der hat sein Lied als Diener fünfer Herren. Basti hat viel zu tun als Diener fünfer Herren. Diese fünf Herren sind natürlich Coppelius. Die waren mal wieder bei uns in der Sendung zu Gast und es geht bei uns weiter. Online-Geister. Thema der Sendung. Immer noch Versicherungen und ich habe zu Beginn ja mal angesprochen, dass es mich persönlich oft ziemlich stört, wenn ich auf meinen Kontoauszug drauf gucke und da sind schon wieder 90 Euro weg für meine studentische Krankenversicherung. Oh mein Gott, du armes Kind. Hast du mehr? Ja, als Selbstständiger. Aber da ist gerade das Thema Krankenversicherung scheiße. Dass da meine Oma auch mit drin ist und Leute, die den Unfall hatten und Geld brauchen, davon, es ist ja nicht, Versicherung ist ja das Gemeinschaftsprinzip. Ich zahle 90 Euro, damit, wenn mir was passiert, was vermutlich teurer ist als 90 Euro im Monat, dass ich da abgesichert bin und dass Leute, denen aktuell was passiert, dass für die auch gesorgt ist. Und ich denke, so setzt sich das zusammen, wie der Preis von Versicherungen passiert. Die müssen ja an alle Kunden denken, die sie haben. Denke ich da richtig oder ist das eigentlich völlig anders? Ich glaube, im Bestfall sollten sie an alle Kunden denken. Aber ja, Jan, wie schaut es eigentlich aus? Ist jetzt blöd zu fragen, wie bei euch eine Versicherung kostet, aber ich sag mal, haftpflichthelden.de kann sich ja informieren. Aber wie veranschlagt ihr eigentlich so einen Versicherungspreis so ganz, ganz grob überschlagen? Es gibt ja manche Versicherungen, die verlangen da hunderte von Euro, andere sind nur bei ein paar Dutzend oder so, je nach Versicherungstyp. Also warum auch diese Preisspanne? Eine Versicherung setzt sich ja aus mehreren, also ein Versicherungspreis setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Das ist einmal natürlich die Komponente, die tatsächlich für Schäden benutzt wird. Ja, also das ist ein fixer Prozentsatz im Normalfall, der für Schäden reserviert wird, dass wenn ein Schaden passiert, dass dieser Pott, sage ich mal, an gesammeltem Geld der Versicherungsnehmer auch groß genug ist, um diese Schäden zu bezahlen. Dann geht ein Teil auch gerade für größere Schäden an Rückversicherer. Ne? Also im Normalfall ist es so, dass man einen Erstversicherer hat, der deckt Schäden bis zu einer Summe X. Und sag ich mal, damit die Werbebotschaften oder die großen Schäden, die für die ja auch gesorgt werden soll, also sag ich mal, ein Schaden, der 2-3 Millionen kostet, den zahlen häufig dann nicht die Erstversicherer selbst, sondern die zahlt dann der Rückversicherer. Das ist im Grunde genommen der Versicherer vom Versicherer, der sagt, lass mich mit dem Kleinkram in Ruhe, ich kümmere mich nur um die großen Schäden. Interessant, kannst du jetzt gerade. Also Versicherungen haben Versicherungen, falls was schief läuft. Und haben dann die Versicherungen der Versicherungen auch nochmal Versicherungen? Also gibt es auch Rückversicherer? Ja, also ich wüsste jetzt nicht, dass es noch einen Rückrückversicherer gibt, aber einen Rückversicherer gibt es häufig und oder meistens einfach nur, weil gerade kleine Versicherungen natürlich auch eine Summe von, was weiß ich, 50 Millionen wie bei uns jetzt schlecht tragen können. Okay, jetzt mal kurz gefragt, direktes Beispiel. Also ich fahre jetzt zum Beispiel, habe 2 Bier getrunken, fahre mit dem Fahrer nach Hause und gehe in den Porsche von irgendeinem Millionär und das Ding hat jetzt vielleicht mal übertrieben 5 Millionen Euro gekostet. Ist jetzt warum auch immer ein Totalschaden geworden. Ein Porsche wahrscheinlich nicht, sein eher ein Lamborghini. Whatever. Oder sein persönliches Solarfahrzeug, was er sich selbst geklöppelt hat aus Bernstein. Aber jedenfalls mache ich es mit dem Fahrrad schön kaputt. Hab dann Millionen Klage am Hals. Und also angenommen, meine Versicherung würde dann zahlen. Das wäre so eine Sache, wo dann die Versicherung selbst nicht mehr zahlen würde, sondern halt sagen würde, okay, geht jetzt über unser Konto, da müssten wir unsere eigene Versicherung, also die Rückversicherung, dann fragen hier, ob die das dann abgelten können. Oder wie darf ich das praktisch vorstellen? Ja, mit Fragen hat das dann nicht mehr so viel zu tun, weil der Rückversicherer schon involviert ist, wenn Versicherungsbedingungen geschrieben werden. Ne? Also wenn jetzt ein Versicherer sagt, ich möchte ein neues Versicherungsprodukt machen, dann geht er im Normalfall damit zu einem Rückversicherer und sagt, pass mal auf, wie viel Euro muss ich dir pro Versicherungsnehmer geben, damit du Schäden ab x-tausend Euro oder ab 100.000 Euro übernimmst. Und das ist dann auch so, dass wirklich ein Teil des monatlichen Preises, den man an die Versicherung zahlt, direkt an einen Rückversicherer geht. Der halt für die ganz großen Schäden da ist. Ne? Das ist natürlich ein kleineres Risiko, dass es überhaupt passiert. Dafür ist die Schadenssumme potenziell größer. Und dementsprechend kalkulieren die das dann, sag ich mal, anhand dieser Schadensgrößen. Okay, also sobald ich eine Versicherung abgeschlossen habe, ist das halt alles schon im Vorfeld festgelegt worden, was, wie, ab wann und so. Also genau so läuft dann. Okay, es geht in seinen geregelten sozialistischen Gang, wie meine Mutter immer scherzhaft zu sagen pflegte. Das ist das Gemeinschaftsprinzip bei einer gut laufenden Versicherung. Jeder zahlt für jeden und am Ende kommen alle hoffentlich zufrieden dabei raus. Ich würde gerne zurück zum unseren
Oberthema unseres Podcasts, Online-Geister. Wie haben sich Versicherungen gewechselt durch Online, durch das Online-Angebot, also durch das Aufkommen vom Internet? Und Versicherungen gibt es jetzt seit 300 Jahren oder so. Mindestens. Mindestens. Wie hat sich das in den letzten 20 Jahren entwickelt? Also, was ist anders geworden für die Versicherten und für die Versicherungen? Oder generell jetzt so in letzter Zeit, seitdem ihr das zum Beispiel auch erlebt habt. Also, wie hat sich da so der Prozess, vielleicht auch das Denken veränderter Leute? Ja, also erstmal die Branche ist noch mitten in der Digitalisierung. Ja, die ist dann mit Sicherheit noch nicht durch. Das liegt auch daran, dass man erstmal, sag ich mal, in der Branche, glaube ich, auch gerne erstmal guckt, was da passiert mit diesem Internet und so, ne, und ob sich das überhaupt hält. Das Neuland, genau. Ja. Eine Sache, die ich mit irgendwie paar 20 kaum verstehen kann, dass man da so zögerlich ist, aber das hat alles seine Richtigkeit, weil wenn du überlegst, was die Firmen seit 300 Jahren gibt, ne, dann wollen die natürlich auch nicht auf den heißesten Kram, sag ich mal, direkt aufspringen. Ja, nicht so gleich diesen Hot Shit in Angriff nehmen. Was hat sich verändert? Naja, wie gesagt, was ich eben gesagt habe, ein Teil ist ja für Schäden reserviert und ein Teil ist natürlich auch für Verwaltungen und große Konzerne müssen natürlich auch ihren Vertrieb bezahlen. Ja? Also wenn ich einen riesen Konzern aufgebaut habe als Versicherungsunternehmen, dann habe ich ja auch einen Vertrieb, den ich bezahlen muss und produziere damit einen Overhead, der teuer ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß nicht, ich möchte bei mir zu Hause am Wohnzimmertisch keinen mehr sitzen haben, der mir erzählt, was ich alles brauche. Ich weiß, mein Vater, der hatte noch seinen persönlichen Versicherungsvertreter, Herr Nuss oder so, ich weiß es nicht, ich fand den Namen damals lustig, als ich ein Kind war, der kam dann, weiß ich, alle paar Monate mal vorbei, hat so einen großen Aktenordner auf den Tisch gelegt und erstmal ausgepackt und erzählt und mein Vater, aha, und ich habe nichts mehr gerafft und bin dann ins Zimmer gegangen. Und ja, ich glaube, Versicherungsberater haben eine absolute Daseinsberechtigung. Das ist nicht so, als wären die alle überflüssig. Das wäre absolut vermessen. Aber es gibt natürlich Produkte, die so einfach gestaltet werden können. Ja, nicht unbedingt gestaltet sein müssen, aber sehr einfach gestaltet werden können, sodass sie einen Versicherungsberater nicht mehr benötigen. Ja, also einfaches Beispiel ist eine Privathaftpflicht. Das ist auch der Grund, warum wir damit angefangen haben, weil das ein Produkt ist, wenn ich ein gutes Produkt habe, dann sichert mich das eigentlich, dann kann ich es im Grunde genommen abschließen und vergessen, bis ich es brauche. Ja, das ist keine Sache, mit der muss ich mich jeden Tag beschäftigen. Und wenn ich eine Versicherung abschließe, die, sage ich mal, alles deckt, ja, aber sobald ich dann im Urlaub irgendwie der Meinung bin, ich möchte mal ein bisschen Windsurfen machen, dann die Surfbretter nicht drin hat und ich deswegen, sag ich mal, an meine persönlichen Existenzrisiken rankomme, dann ist die Versicherung verkehrt. Das ist nicht der Kunde verkehrt, sondern die Versicherung verkehrt, weil die Versicherung sollte sich auf unser Leben anpassen und nicht umgekehrt. Finde ich eine gute Einstellung. Unsere Einstellung. Da machen auch einige Versicherungen Werbung, glaube ich, mit diesem Slogan. Ist das so? Also zumindest sowas in der Art eben, damit gesagt wird, hier, Versicherungen sind nicht kompliziert, die passen sich an euch an, nehmt unsere Versicherung, wir sind unkompliziert. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich da so mir gegenüber jemanden sitzen habe, der die so schön im irgendwie blauen Anzüglein und mir von der Premium-Vollkasko und der Teilkasko-Zahnmitfinanzierung, was ich nicht für einen Spaß, also richtig schön mit Begrifflichkeiten, die einfach im normalen Sprachgebrauch erstmal selten noch vorhanden sind oder wo man nicht gleich was mit verstehen kann. Viele Leute haben ja bis heute noch Probleme zu kapieren, leasen. Heißt einfach nur mieten, aber dass man es trotzdem dann nicht eben für die Allgemeinheit ganz mit erklären kann. Abbezahlen. Okay, Thema für eine andere Sendung, egal. Ich habe noch nie was geleast. Nee, aber Auto-Leasing. Ich kenne die Variante auch als Autovermietung, aber hier höre ja da draußen, vielleicht bin ich da jetzt auch komplett falsch, schreibt uns da, wie es richtig ist. Aber was ich einfach festgestellt habe, und ich habe mich auch mal mit Haftpflichthelden auseinandergesetzt, das finde ich bei euch ja zum Beispiel extrem geil gemacht, Jan. Ihr habt einfach nur eine App, die man sich runterinstalliert. Wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht zu sehr Werbung für Haftpflichthelden machen. Wir haben dich hier als... Nee, aber so als Beispiel betreffend, gut digitalisiert, finde ich jetzt. Du lädst eine App runter, füllst ein paar Sachen aus, machst dann mit deinem Finger eine Unterschrift und dann läuft das Ding. Was ich sehr angenehm finde von einfach, ich habe das mal an einem Sonntag Nachmittag mir angeschaut, habe dann Unterhosen irgendwo auf der Couch gehockt und fertig aus. Ich musste in keinen Laden, ich musste nicht irgendwie 50 Seiten Blatt Papier unterschreiben. Fand ich jetzt so von der Denke her eigentlich echt gut. Ja, es muss halt einfach sein. Ich meine, wir sind in einem Zeitalter, wo, ich weiß nicht, ihr habt ja alle bestimmt schon mal was auf Amazon gekauft. Ja, ab dem Punkt, wo ich im Kaufprozess bin, gibt's halt nur den Weiter-Button und den Zurück-Button. Das ist super klar gestaltet. Die Leute möchten ein einfaches Erlebnis haben. So einfach ist das. Also wenn ich bei Netflix einen Film gucken will, dann muss ich auch nicht durch drei Regale gehen und die DVD suchen, sondern ich drück drauf und fertig ist der Lack. Und das ist, sage ich mal, auch Richtung, in die Digitalisierung in der Versicherungsbranche geht.
Wie gesagt, für einfache Produkte. Ja, es gibt mit Sicherheit Finanzierungs- oder Produkte im Finanzbereich, wo es auch um finanzielle Absicherung im Alter geht und all solche Sachen. Da möchte ich auch nicht auf einen Berater verzichten. Also, weil einfach das Risiko für einen groben Schnitzer zu hoch ist. Ne? Versicherungen sind halt häufig in diesem Amazon-Netflix-Alter noch nicht angekommen. Ich glaube, die Digitalisierung heißt halt nicht nur endlich in der Lage sein, PDFs aufzumachen und keine Technologien zu benutzen, die irgendwie anno Tobak entwickelt worden sind. Ja, sprich Fax. Jedes Mal, wenn mir einer sagt, kann ich dir einen Fax schicken, frage ich ins letzte Jahrhundert oder ins letzte Jahrtausend. Also, ich meine, da sind wir lange drüber hinweg. Die Idee ist nicht nur, dass PDFs geöffnet werden können, sondern dass Produkte auch so gestaltet werden, dass Kunden sie verstehen. Was bringt mir die beste Versicherung der Welt, wenn ich sie nicht verstehe? Und da gibt es positive Gegenbeispiele. Also ich möchte überhaupt nicht sagen, dass der ganze Bereich noch nicht digital ist. Wir haben Vergleichsplattformen schon seit Jahren, so Check24 und all so ein Kram. Hat Vor- und Nachteile, ne? Ist halt relativ komplex und die Bewertungskriterien sind nicht sonderlich transparent. Dann gibt es diese Makler-Apps, wo die ganzen Versicherungen reingezogen werden, sage ich mal, über Vollmachten. Ist halt eine tolle Verwaltung, aber hat jetzt, sage ich mal, keinen riesen Vorteil, außer dass ich irgendwie auf einen Blick meine ganzen Versicherungen habe. Also ich glaube, in der Digitalisierung ist da noch viel zu machen. Ich glaube, auch die großen Konzerne müssen umdenken, was ihre Vertriebsstrukturen und Verwaltungsstrukturen angeht. Weil meiner Meinung nach kann es halt nicht sein, dass ich in einem Versicherungsunternehmen eine E-Mail schreibe und 3 Seiten Brief bekomme. Ich lache, weil ich es kenne. Ich hatte da mal mit einer Kammer zu tun gehabt, habe denen eine PDF-Rechnung geschickt, habe dann 2 Tage später Rückmeldung bekommen. Hier, das Fax kann man so schlecht lesen mit ihrer Rechnung wie Fax. Dann haben die das ausgedruckt per Fax an die andere Abteilung rübergeschickt und all so ein Stuss. Aber das Eigentliche ist ja, die Online-Angebote werden ja definitiv mehr. Ich habe hier auch gerade eine Statistik vorliegen, wo dann auch gesagt wurde, das war eine Allensbach-Studie gewesen, von 2013 von 2,5 Millionen bis 2016 auf 4,5 Millionen Online-Käufer in Deutschland, die Versicherungen übers Internet abschließen, ist die Zahl gewachsen. Ich glaube, die Statistik wäre aussagekräftiger, aber als Vergleich dazu noch alle Versicherungen hätte die abgeschlossen werden. Also wie hoch der Anteil insgesamt ist. Wir haben ja eben gesehen, Leute finden es 2016 wichtiger, alle möglichen Sachen versichert zu sein, als sie es noch 2015 gefunden haben. Ob sich das widerspiegelt, in dem wie viele Versicherungen abgeschlossen sind und wie viel prozentualer Anteil davon werden im Internet abgeschlossen. Das sieht man hier leider nicht. Mehr, aber wenn es insgesamt mehr werden, ist der Anteil gleich geblieben. Okay, ja, sieht man sich nicht, aber es ist auf jeden Fall interessant, dass es eben mehr werden, die online abgeschlossen werden. Also das Interesse scheint auf jeden Fall zu wachsen. Und ich finde da den Herbert Fromme von der Süddeutschen, der hatte 2015 einen Artikel bei der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht, den anstehenden Veränderungsprozess werden nicht alle Versicherer überleben, nur eben die sich anpassen können schlussendlich. Ich habe wie in der Evolution genauso, wer sich anpassen kann, überlebt. Ja. Aber gerade so der Online-Boom kommt, aber die Frage ist jetzt halt wirklich, wie kann das Ganze gemacht werden und haben dann, manche Versicherer vielleicht auch eine Exit-Strategy, dass sie halt von ihrem klassischen Geschäft auf Online umschwenken können. Jetzt hast du mir die Überleitung vorweggenommen. Ich wollte eigentlich sagen, wenn man auf jeden Fall eine Versicherung braucht, ist, wenn gerade ein Abrissbirne dein Haus zerstört hat. Und darum geht es nicht bei DSO, aber das Lied heißt so Diablo Swing Orchestra Exit Strategy of a Wrecking Ball. Diablo Swing Orchestra zum ersten Mal seit sehr langer Zeit, viel zu langer Zeit, wenn ich wieder eine Sendung mit Exit Strategy of a Wrecking Ball, eins meiner Lieblingslieder und hoffentlich kommt diesen Monat noch das Album raus. Wahrscheinlich erst zu Weihnachten. Online-Geister. Feedback. Alle Quellen und unsere Shownotes wie immer unter www.onlinegeister.com /Folge 017. Dann kurzes Feedback. Wir haben das jetzt seit einiger Zeit ja nicht mehr vorgelesen. War auch so ein bisschen Fehler meinerseits, sorry. Aber ich möchte mal kurz 5-Sterne-Bewertung bei iTunes von Julian. Den roten Faden habe ich noch nicht gefunden, aber... Spaß macht es allemal zuzuhören. Insofern, ich glaube, das ist ein Kommafehler. Wir suchen den roten Faden auch noch, Julian. Wir sagen dir Bescheid, wenn wir ihn gefunden haben. Aber das Schöne ist ja, wir beschäftigen uns mit Themen, die halt einfach interessant sind. Irgendwas ich mit mag den haben. Kontrast, letzten Monat Sex, diesen Monat Versicherung. Kann man irgendwie unsexier werden? Und jetzt auch gleich. Ja, Versicherung kann auch sexy sein. Aber es war auch einer meiner Gründe, weswegen ich das so in diesen Sendeplan mit reingenommen hatte, weil ich einfach den krassen Kontrast haben wollte. Ich kann es mir denken bei dir. Ansonsten, Feedback bitte direkt an uns.
Tristan könnt ihr dazu bei Twitter unter dem Handle @realdrazen, R-E-A-L-D-R-A-Z-O-N, anschreiben. Ja, der echte Drazen. Und wenn das Thema nicht tief genug war, hätte letzte Woche besser gepasst, letzten Monat. Christian gibt jedes in seinem Blog www.schrift-architekt.de. Da geht er näher drauf ein. Und Jan, an eure Seite gewandt, wo kann man euch online finden, Feedback schicken, Meinungen loslassen? Ja, bei uns ist es relativ einfach, einfach auf haftpflichthelden.de, alles zusammen, und entweder im Kontaktformular, wir haben Live-Chat, oder einfach anrufen, einfach melden über einen der üblichen Kontaktwege. Die einzige Sache, die wir nicht so oft drauf schauen, ist unser Fax. Ja. Aber wie sagt man mit Öffentlich-Rechtlichen immer so schön, es gibt auch viele andere Online-Versicherer. Genau. Das ist, ja. Ansonsten als Hinweis, bei radiokorax.de und onlinegeister.com/radio streamen wir auch unsere einzelnen Folgen. Hast du jetzt den Livestream eingebunden? Das ist schön. Ja, da schon eine Weile, also so als Verbindung an der Stelle. Ich höre es immer über radiokorax.de. Am Ende läuft unser Livestream auch bloß über Radio Korax, also insofern. Aber jedenfalls monatlich jeden vierten Donnerstag um 19 Uhr, Wiederholung am Freitag um 10 nach 10. Also wenn ihr das hier gerade hört, wisst ihr das, genau. Also bis zu 23.000 Leute schalten da regelmäßig ein im Radio und online im Livestream. Und der als Podcast ist dann auch bei ungefähr 1.000 Downloads im Monat. So plus minus, schwankt immer mal ein bisschen, aber genauso ja auch die Hörer. Vielen Dank an alle Leute, die uns zuhören. Ohne euch würde es uns nicht geben, da hätten wir schon längst keine Lust mehr. Genau, deswegen auch teilt, kommentiert, lasst uns wissen, was ihr denkt. Geht alles entweder bei onlinegeister.com oder bei einer der Bewertungsplattformen. Wir freuen uns immer über Feedback. Und jetzt wird es halt echt knapp. Das war's für heute. Tristan, hat mich gefreut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, Jan, vielen, vielen Dank. Und dann geht es um... Das war Onlinegeister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.